Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute im BYD Atto 3 und ich möchte euch mal ganz kurz in diesem Video die Software vorstellen. Denn bei aller Kritik, die man hier durchaus üben kann und allen Schwächen, die diese Software hat, finde ich es unglaublich beeindruckend, was BYD hier auf einem Android-Betriebssystem auf die Beine gestellt hat, wie flüssig das reagiert und was man damit alles machen kann. Ja, davon können sich andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden. Also das wird ziemlich interessant, also unbedingt dranbleiben. Ja, wir haben hier ein 15,9 Zoll großes Display und das kann man nicht nur quer betreiben, nein, man kann es über einen Tastendruck auch drehen um 90 Grad, dann ist es hochkant. Zack, geht die ganze Optik hochkant. Das kann man nicht nur am Display einstellen, nein, es gibt auch eine Taste am Lenkrad während der Fahrt, wenn man das möchte, und man kann es dann wieder kippen. Ja, warum soll ich das hochkant machen? Warum soll ich das kippen? Ja, ganz einfach, weil ich diesen Bildschirm zum Beispiel auch zweiteilen kann. Dafür gibt es hier auch eine Tastenfläche. Sieht aus wie ein Pausezeichen, bedeutet aber nein, zwei halbe Bildschirme. Ja, jetzt habe ich hier zum Beispiel mein Navi. Und hier habe ich eine Auswahl an Apps, die ich jetzt in diesem zweiten Bildschirm darstellen kann. Im Moment ist es nur Spotify oder die Navigation, aber die habe ich ja schon links. Ich könnte jetzt mal auf Spotify drücken und dann habe ich es rechts. Und ihr seht, wie schnell das geht. Ich drücke drauf und instant ist es da. Es ist wirklich unfassbar. Also auch die ganze Bedienung, das Scrollen und so, also das ist alles mehr oder weniger Echtzeit. Es vergeht eine Millisekunde, weiß ich nicht, dann ist es da. Also unfassbar, wie schnell das geht. Und ich kann das auch wieder so machen, so. Also Leute, sowas Schnelles habe ich eigentlich nur bei Tesla gesehen, sonst noch bei keinem anderen Hersteller. Und da muss ich sagen, Hut ab BYD, das ist der Wahnsinn. Ja, und jetzt kommen wir mal zur Sprachsteuerung. Leider hat dieses Auto ja nur ein englisches Betriebssystem. Die deutsche Sprache kann man hier nicht einstellen. Das kommt vielleicht noch, also es muss unbedingt kommen, sonst finde ich den Wagen in Deutschland ja nahezu unverkäuflich. Wer will schon ständig mit seinem Auto auf Englisch reden? Ich werde mal irgendwo hin navigieren und euch mal zeigen, wie schnell das geht. Hey BYD, navigate to Berlin. Which of these places do you want? Das da. Okay, Berlin. Berlin in DE. Starting navigation. Zack, bam, Route ist fertig. Wie lange hat es gedauert? 4 Sekunden? 3 Sekunden? Ich weiß es nicht. Also unfassbar schnell. Gut, er muss auch keine Ladeplanung machen. Das ist der Haken dabei. Es gibt nämlich keine hier in diesem BYD. Aber es gibt immerhin Ladestationen. Also hier, wenn ich hier drauf drücke zum Beispiel, dann kann ich mir entlang der Route oder in der Nähe oder nahe des Ziels Ladestationen aussuchen. Zum Beispiel entlang der Route, sagen wir mal. Ich kann aber auch filtern. Ich kann sagen, ich möchte Ladenetzwerke. Da kann ich zum Beispiel sagen, hier, mach das mal ein. Ladenetzwerke, Volkswagen, ENBW oder Ionity oder und Ionity, Tesla, was auch immer. Hier alle möglichen ChargePoint, alle möglichen Ladenetzwerke, Allego, E.ON, nach denen ich filtern möchte. Das heißt, nur diese Ladestation möchte ich haben. Das habe ich jetzt mal angeschaltet. Und ich möchte die Geschwindigkeit einstellen. Er soll mir im Prinzip nur über 50 kW Lader anzeigen, habe ich hier mal eingestellt. Zack, zurück. So, und jetzt zeigt er mir hier in dieser Liste entlang der Route nur die entsprechenden Ladenetzwerke an und die entsprechenden Charger mit der entsprechenden Ladeleistung über 50 kW. Er zeigt mir hier auch an, wie viele Stalls frei sind. Also hier beim ersten Lader zum Beispiel 2 von 2 frei. Wenn ich mal weiter runter scrolle, hier auch ENBW in 90 Kilometer 2 von 2 frei. Wenn ich mal weiter scrolle, okay, er macht es jetzt nur bis 90 Kilometer Entfernung. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal losfahren, damit er mir auch ein paar andere anzeigt. Ich könnte auch Near Destination machen, also das ist nahe des Ziels, also in Berlin, wo ich hin navigiert habe. Da sagt er mir dann, ja, in 308 Kilometer gibt es irgendwie Allego oder Vattenfall oder Charge Cloud, was auch immer es da gibt, Kaufland sogar, Shell EV Charging und so weiter und so weiter. Das kann man benutzen, wenn man draufklickt, dann sieht man hier, was es dort für einen Lader gibt. Hier ist tatsächlich nur Typ 2, das wundert mich jetzt gerade, obwohl ich doch eigentlich gefiltert habe. Naja, wer weiß, vielleicht funktioniert das doch nicht so gut. Ich kann auf jeden Fall das zu meinem Trip hinzufügen, ich kann das als Favorit hinzufügen. Und ihr seht im Prinzip, dass das alles komplett in Echtzeit funktioniert. Also das ist wirklich der Hammer.
Ja, cooles Feature dieser Software ist natürlich das Scrollen, die Geschwindigkeit. Also es ist wirklich iPad. Es ist fast schneller als ein iPad. Viele Apps hier gibt es noch nicht. Es gibt Apple CarPlay natürlich. Dazu muss ich aber das mit dem USB-Kabel verbinden. Also drahtlos geht es offensichtlich noch nicht. Hier habe ich die Einstellungen für den BYD Assistant, dass ich das alles, also was ich davon möchte, welche Stimmen. Ich kann hier Languages wählen, aber es gibt nur Englisch. Irgendwann steht hier hoffentlich mal Deutsch. Ja, was haben wir denn noch? Eine coole Funktion ist auch dieses Quadrat hier. Da fragt man sich, wozu soll das so gut sein? Damit habe ich im Prinzip die Screens, die ich zuletzt aufgerufen habe, im Schnellzugriff. Also so eine Art, ja, wie so ein Desktop, wie beim iPhone, die Screens, die Homescreens. Die kann ich auch hier rausschieben, ja, indem ich sie rausschiebe, lösche ich sie aus der Liste. Also ich habe vorhin mal die Klimaanlage aufgerufen oder... Keine Ahnung, hier war zum Beispiel das mit dem CarPlay, hier ist dann plötzlich Spotify. Oh, das Drehen wollte ich gar nicht, habe ich aus Versehen drauf gedrückt. Mal wieder zurück jetzt bitte, zurück. So, zack. Was hatten wir noch? Navigation, genau, ist wieder hier. Also ich muss schon sagen, das finde ich richtig, richtig cool. Ja, und was haben wir für Einstellungsmöglichkeiten? Da gehen wir mal unter Settings. Da geht es dann los mit der ganzen Internetgeschichte. Also wir haben hier natürlich Wi-Fi im Auto. Wir können ein Personal Hotspot machen in diesem Auto. Das heißt, ich kann über das Wi-Fi von diesem Auto meine Handys quasi verbinden und habe dann einen Wi-Fi Hotspot. Kann das ein- oder ausschalten. Ich mache das mal wieder off. So. Natürlich Bluetooth etc. Cellular Data. Okay, also hier ist eine SIM-Karte drin. Und übrigens kann ich auch hier unter, wo war's, unter Utility Data Monitor, da sehe ich, wie viel Daten noch verfügbar sind, wie viel Daten ich täglich benutzt habe, monatliche Nutzung und 1 GB im Monat habe ich. Und da sieht man auch, welche Dienste wie viel Daten verwendet haben. So, und wenn man, also ich meine, die Bedienung, das ist so flüssig. Also das stellt man sich mal in irgendeinem ID vor. Das wäre der Hammer, Leute. Naja, es ist leider kein ID, sondern ein BYD. Ist ja so ähnlich. Nein, ich wollte zu den Einstellungen. Zack. Achso, das muss ich hier. Settings. So, dann haben wir D-Pilot. Das sind diese Lane Assist und adaptiver Tempomat-Einstellungen. Das ist leider Gottes, was die Funktion angeht, nicht ganz so optimal, aber dafür gibt es ja noch ein extra Video, wo ich den Reichweitentest mache. Hier geht es ja erstmal nur um die Software. Hier habe ich die Ladeplanung, sagen wir mal, die ist auch eher rudimentär. Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Energy, Feedback, Intensity, Standard oder High. Weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Ah, das ist, glaube ich, die Rekuperation. Das wird die Rekuperation sein, weil hier gibt es nämlich auch eine Taste dafür. Ah ja, genau, das ist die Rekuperationstaste, da kann ich nämlich hier auch umstellen. Alles klar, Sachen geklärt. Charging Settings, da kann ich jetzt irgendwie sagen, wann ich vollladen möchte, um wie viel Uhr. Das kann ich ein- oder ausschalten, ist ja klar. Hier ist der Verbrauch, hier sehe ich leider nur, wie viel ich insgesamt in den letzten 3196 Kilometer verbraucht habe. Das kann ich auch nicht resetten, zumindest wüsste ich das nicht wie. Meine Trips, die sehe ich hier nicht. Ich sehe hier nur so einen Consumption Graph, also die letzten 50 Kilometer, der Durchschnittsverbrauch. Immer die letzten 50 Kilometer, das kann ich auch nicht einstellen, das kann ich resetten. Und hier seht ihr schon, in den letzten 50 Kilometern habe ich 25,7 Kilowattstunden verbraucht. Ist nicht gerade wenig. Aber dazu mehr in dem Testvideo. Ja, Vehicle Settings, Ambient Light, Spiegel, Klimaanlage, wie man den Wagen verschließt, welche Alarme und Warnungen er rausgeben soll. Hier steht noch irgendwas mit Wartung. Ja, und das war es im Prinzip auch schon, was die Einstellungen angeht. Dann haben wir hier immer noch so ein Klimamenü. Da kann man draufklicken, kommt man hier wieder hin. Das geht natürlich auch über diese Screens, ne? Das ist klar. Lüftung, Klimaanlage etc., also Luftreinhaltung, Sitzheizung, nochmal die Settings für die Klimaanlage. Da bin ich wieder in den Settings, da springe ich dann zurück. Manchmal ist die Bedienung ein bisschen verwirrend, da weiß man nicht, in welchem Screen man gerade ist, aber man kommt mit dieser Taste immer wieder zurück oder mit der Home-Taste natürlich oder zur Not die letzten Screens aufrufen.
Ja, und dann gibt es eine Panoramakamera in diesem Auto und schaut euch mal dieses Bild an. Ist das nicht der Wahnsinn, was man mit diesem Auto machen kann? Was für eine geile Software und vor allem welche Hardware dahinter steht, die wenigstens schnell genug ist, um sowas darzustellen. Das ist schon geil. Was ich auch schön finde, ist, dass der Wagen hier nur so als Umriss gezeichnet wird, so quasi durchsichtig. Also richtig geil gemacht, ehrlich gesagt. Ja, das in aller Kürze zur coolen BYD-Software im Atto 3. Sie ist mega responsive, macht unglaublich Spaß zu bedienen. Sie hat aber auch viele Schwächen. Dazu mehr in dem Verbrauchsvideo. Härtetest des BYD Atto 3 kommt demnächst auch auf diesem Kanal. Dürft ihr gespannt sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.